Die Sonne geht auf hier in Brünn und damit herzlich willkommen zu dem zweiten Video von meiner German Moto Master Saison hier in Brünn. Und wir sind im letzten Rennen ja schon extrem gut von Position 18 auf 12 nach vorne gekämpft. Die Rundenzeiten wurden deutlich besser. Neue Personal Best Lap Times mit einer 2:11.274. Und das ermöglicht uns heute den Startplatz von Position 10 im zweiten Rennen. Wir wollen gar nicht länger quatschen. Es geht jetzt direkt gleich raus in die Boxengasse und dann natürlich auch ins Starterfeld. Und mal gucken, wen wir heute noch als Co-Kommentator am Start haben. Ganz wichtig noch vorher, bevor es losgeht, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, ich stecke hier sehr viel Arbeit rein und wir haben heute auch zum ersten Mal, und da will ich eure Kommentare brennen sehen, Data Recording mit im Video. Super aufwendig, aber super interessant für euch, dementsprechend schreibt dazu gerne mal einen Kommentar. Und damit räumen wir jetzt hier zum Jürgen Löffler und zur Startposition 10 des zweiten Rennen der German Moto Masters mit dem Pre-Start. Stefan schickt uns da wieder rein und mit am Start ist auch wieder, wie im letzten Video, habt ihr es ja auch gefeiert, dass da ein paar kritische Kommentare kamen, der Dorian. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der Mitte der Reihe 4. Deutlich bessere Ausgangsposition wie noch in Lauf 1. Ja, auf jeden Fall. Durch die bessere Rundenzeit von 2:11, 2:07 ungefähr, konnte ich mich nach vorne kämpfen auf Startposition 10. Vor uns wäre eigentlich auch noch Tim Böhme, der ist leider gestürzt, ein bisschen unglücklich. Müssen wir mal bei ihm vorbeischauen, da hat es im letzten Turn vom Rennen... Wir starten los ins Rennen. Ihr seht direkt, ich habe es verkackt. Tim ist einfach auf jeden Fall nicht mit dabei und ich habe den Start schon wieder versemmelt. Wie auch hier gerade beim Kommentieren, nicht ganz bei der Sache. Das muss man auf jeden Fall noch üben, da würde sich Motocross auch perfekt anbieten. Da hatten wir auch schon mal mit dem einen oder anderen gesprochen. Aber man sieht auch hier jetzt gerade schon sehr schön in Lauf 2. Es geht deutlich aggressiver wäre jetzt das falsche Wort, aber dynamischer zur Sache. Gerade schon in Turn 1. Die Fahrer haben sich hier alle ein bisschen eingeschossen. Und auf der Bremse, deine Stelle hier, deine Kurve, da reicht es noch nicht. Da hast du jetzt genau den David Frick vor dir. Das Problem war auch, ich weiß nicht, ihr habt ja jetzt das Starter-Recording hier unten links eingeblendet. Ich war wieder so irritiert von meinem Start, dass ich im falschen Gang rausgekommen bin. Sprich, ich hatte halt einfach, so wie jetzt hier auch, keinen Dampf. Vierter Gang, das geht nicht, da muss man einen dritten Gang fahren. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen. Aber gut, wir sortieren uns erstmal wieder. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es bleibt bis zur letzten Runde extrem spannend. Also von daher... Da denkt man jetzt auch wieder, ja, wie kann er denn vergessen, in den vierten Gang zu gehen? Ja, so ein Sprintrennen gibt schon sehr viel Adrenalin, man wird da sehr nervös und das ist nichts Alltägliches. Und somit musste auch in der Saison 2022 der Herr Lips, der Herr Röhrs, seine Routine noch finden. Vor allem dachte ich mir auch, jetzt die Unruhe ins Motorrad zu bringen und irgendwie erstmal nochmal weird zu schalten, fahre ich lieber am vierten weiter. Ja, was mir hier auf jeden Fall schon gut gefällt, ist die Anzeige unten links, die wir da haben. Da haben wir auch gesehen, Traktionskontrolle schön sanft am Arbeiten. Ja, viele Leute spüren die ja gar nicht oder merken sie gar nicht. Und so eine Traktionskontrolle soll einem ja immer noch so das Quäntchen Sicherheit geben, was sie dir auf jeden Fall hier gibt. Auf jeden Fall, definitiv. Aktuell sind wir jetzt, müssten wir auf Position 12 sein und wie gesagt, wir werden uns jetzt hier spannende Kämpfe mit dem David liefern. Werden auch unterschiedliche Szenen am Start sein, sowohl auf der Startziel. Ihr seht, hier komme ich eigentlich ganz gut raus, reicht aber trotzdem nicht. Die BMW hat Dampf, also die German Engineering hier, auch wenn es das ältere Modell der BMW noch ist, da haben sie auf jeden Fall beim Motor nicht alles falsch gemacht. Auf jeden Fall nicht. Ich habe euch gleich noch ein paar andere Kamerawinkel auch eingeblendet. Hier seht ihr, das war das wie letztes Mal, aber dass ich mich erschrocken habe, dass da kein Kurvenspeed war. Also, ich bin einfach mit Schwung rein und auf einmal, wupp, ich so, Gott. Ja, frag mich, also ich stelle mir jetzt direkt die Frage, was ist da mit der Motorbremse? Eventuell schiebt dein Motorrad ein bisschen zu sehr. Das sehen wir ja in diversen anderen Kurven. Würde mich mal interessieren, wie du da die Motorbremse tatsächlich eingestellt hast. Ich habe die auf der mittleren Stufe, also Engine Brake 2, eingestellt und das Thema ist eigentlich ja gar nicht, dass es für mich wie ein Schieben sich angefühlt hat. Ich glaube, ich bin einfach mit viel zu viel Schwung in die Kurve rein. Ja, definitiv. Aber
Könnte aber ein ganz hilfreiches Tool noch sein, weil gerade 2 auf 1 ist dann nochmal, finde ich, ein deutlicher Unterschied. Und gerade in MOS kann man das auch sehr gut nutzen. Deswegen da direkt mal der Tipp, Motorbremse erhöhen. Werde ich definitiv mal ausprobieren, sowieso am Setup. Ihr habt vielleicht auch schon ein paar Fotos gesehen. Bin aktuell noch mit den 10er Federn vorne in der Gabel unterwegs. Da hattest du auch schon auf Instagram ein bisschen was gepostet, dass man da eventuell härter gehen könnte. Dementsprechend kommt vielleicht, wenn wir es schaffen, vorher auch noch ein Video zum Thema Setup hier wieder. Aber also an sich ist es dumm von mir und da werde ich auch nochmal, da kriege ich ja gleich die Klatsche für. Aber diesen Schwung, den ich eigentlich da fahre, so fahre ich da eigentlich. Und das war wieder dieses, ich kam gar nicht in meinen Takt rein. Und dementsprechend jetzt auch auf Position 14. Ja, muss man sich natürlich anpassen. Es ist ja immer die Kunst, auf das, was vor einem passiert, auch perfekt zu reagieren, auch wenn man da von seinem normalen Stil abweichen muss. Und da hast du auf jeden Fall noch ein bisschen die Probleme. Aber wir sind ja noch früh im Rennen. Wir sind noch früh im Rennen. Die zweite Runde fahren wir jetzt gerade. Ihr habt jetzt ja auch immer noch die Live-Rundenzeiten oben rechts mit eingeblendet. Schreibt wie gesagt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr unser Gesabbel am Sonntag nicht hören wollt, dann könnt ihr auch gerne einfach beim Lit Racing-Kanal vorbeischauen. Da habe ich das ganze Video auch nochmal raw mit den ganzen Anzeigen, aber ohne unser Gerede am Start. Also falls ihr euch das nochmal nebenbei anschauen wollt, könnt ihr da gerne auch vorbeischauen. Nebenbei sind wir jetzt halt Position 14 und hinter uns, vor uns ist, das müsste Thorsten Juncker sein, oder? Ja, ich denke auch, das sollte Thorsten Juncker sein. Auch sehr unverkennbarer Fahrstil hier. Da könnte man auf jeden Fall auch ein bisschen dran arbeiten, lieber Thorsten. Auf jeden Fall, wie ich vorhin schon erwähnt, 2 Sekunden schneller als noch die Pace im Lauf 1 aus dem stehenden Start. 2:14 jetzt hier gefahren und da sieht man schon, okay, trotz dessen, dass du viele Fehler eingebaut hast, auch hier die Pace nicht so schlecht. Nein, auf gar keinen Fall. Ich erinnere mich auch jetzt gerade wieder, Thorsten, du musst das Motorrad mehr aufstellen. Du hast die Raste die ganze Zeit geschliffen. Ich habe mich erschrocken. Da kamen die ganze Zeit Funken. Ich so, boah, was passiert hier? Ja, man sieht es hier auch schon auch in so ein bisschen ein Ansatz von einer Kampflinie. Nicht ganz konsequent durchgezogen. Auch hier relativ hart geblockt oder halt einfach die etwas andere Linie gewählt. Da müsste es jetzt eigentlich spätestens unten zum Loch nach der nächsten langen Gerade, also nach dem Omega hier, für dich dann vorbeigehen. Ja, ich muss auf jeden Fall wieder dran vorbeikommen. Er geht auch gerade irgendwie weit, er nimmt mir auch wieder den Takt. Und ich habe aber irgendwie an der Rennstrecke, ihr habt ja oben rechts auch die Karte eingeblendet, nicht so viele Positionen, wo ich gerne überhole. Ich überhole, habe ja letztes Video schon gehabt, gerne in der Links, in der ersten. Oh, da haben wir nämlich dann schon. Ja, da war vielleicht ein bisschen sportlich, einen kleinen Highsider. Also nicht Highsider, aber hat mal kurz geschüttelt sich im Motorrad. Aber das sieht jetzt gerade alles vielleicht nicht so gut aus, Leute, für mich. Aber ich muss sagen, was jetzt noch passiert und wie ich wieder reinkomme, war für mich mega das gute Learning, dass ich wieder die Ruhe in meinem Kopf finden konnte. Weil sonst, also das Rennen jetzt so letztes Jahr, ich wäre auf dieser Position geblieben und es hätte sich nichts mehr verändert. Ich komme wieder in meinen Takt rein. Genau, und das kann, so eine Situation jetzt hier gerade kann sehr gefährlich werden, denn ein Fahrer, der eigentlich eine höhere Pace hat, dann aber sehr viele Fehler einbaut und weiter nach vorne will, der übertreibt halt auch manchmal und baut dann Fehler ein, die er vorher noch nicht gemacht hat, die dann schnell, wir haben es vorhin unten gesehen, Ausgang Omega, zu einem Highsider führen könnten. Und deswegen da schon mal schön zu hören, jetzt auch so rückwirkend, dass du dich da unter Kontrolle hast, wieder gesettelt hast. Und ja, wir sehen es hier, den Angriff wieder wahrnehmen konnte. Vielleicht, das gebe ich zu, das ist da nicht so gut gelaufen. Vielleicht machen wir das mit der Motorbremse mal. Ja, ist wie gesagt ein kleines Tool, was dir da helfen könnte, aber natürlich liegt es hier nicht nur am Motorrad, sondern auch gerade an dir, dass du da klar ja noch ein bisschen die Eingänge, da musst du dran arbeiten. Gerade in Most, ganz, ganz wichtig. Ja, definitiv. Das war jetzt hier trotzdem alles eher mehr ein Hinterherfahren und nicht 13, sonderlich. 2. Ja, aber war für mich tatsächlich nicht sonderlich anstrengend und jetzt sage ich mir, komm, jetzt reicht's aber auch die Kurve. Das jetzt ist warst meine du auch Kurve. Dran. Ja, und hier, auch hier, da hätte ich auch, das hätte schon funktioniert. Also da hätte ich auch noch gleich David mitholen können. Ja. Ich habe so doll die Bremse zugemacht. Aber wie du vorhin schon sagtest, lieber da mal etwas zurücknehmen, als zu vorstern ranzugehen, 2 Fahrer in einer Kurve, ne? Deswegen schön cool bleiben jetzt hier. Das sieht auch deutlich besser aus wie noch die 2 Runden zuvor. Bist auch hier gut positioniert. Jetzt hoffe ich, dass du hier den Ausgang triffst. Da gehst du mich wieder ein W.
wenig, aber ist noch okay. Scheitert nicht ganz getroffen, aber die Lücke geht nicht auf nach vorne. Ja, ja, wie gesagt, gerade jetzt in der Beschleunigungsphase, beim Beschleunigen vorbeizugehen, ist nicht möglich. Beide Fahrer haben 200 PS. Vorbeigehen, überholen tut man auf der Bremse. Ne? Und jetzt da dranbleiben, die BMW hat mehr Power, haben wir vorhin schon gesehen, aber Bremse, da ist der Lit ganz gut. Auf der Bremse bin ich auf jeden Fall. Ja, aber ich musste auch da wieder das Gas gerade schließen, weil ich wieder aufgefahren bin zum Scheitelpunkt hin. Ja. Und das nimmt mir total den Takt und bringt bei mir Unruhe rein. Das ist ganz schlimm. Hinterherfahren finde ich irgendwie doch nicht so schön. Wir müssen dann vorbei. Ja, es nützt ja nichts. Jetzt kommen aber wieder zwei Abschnitte, zwei Geraden, wo du dir grundsätzlich schwer tust. Hier kommst du jetzt mal ganz gut raus. BMW. Aber guck dir das an. Ja, es ist schon krass. Guck dir das an. Das ist Wahnsinn. Da könntest du mal ein bisschen Smalltalk mit dem David halten, ob da wirklich alles Serie ist an seiner BMW. Ist natürlich reglementtechnisch erlaubt, ne, aber... Wäre interessant, ja. Wäre interessant. Gut. Ah, jetzt auf aber mal Fall. Hier dran und gucke mal. Windschatten. Ja, gucke mal. Ja, bisschen spät gestocht. Du hast ein bisschen spät geschaltet. Das war nicht ganz optimal von dir, aber du bist dran. Da ging der Gang nicht richtig rein. Ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast. Das hat kurz ein bisschen geknackt. Habe ich trotzdem Bremse hier in Startziel. Das hatte ich dir vor Ort auch schon gesagt. Da immer noch ausbaufähig. Wir hatten es im letzten Video auch schon mal. Aber jetzt kommen wir hier an deine Stelle. Abstand ist groß. Ja. Du hast mich schon vorgefahren. Es werden jetzt ein paar Runden hinterm David werden. Und hab mir da so ein bisschen, ja... Die ganze Zeit, ich habe mich im Helm einmal angeschrieben. Ich so, was ist denn jetzt? Mach das doch jetzt mal. Was ist los? Und du hast aber auch gesehen, wie groß der Abstand gerade war, trotz der Verkrümmung der Kamera. Aber an den Kurven auf der Bremse, da komme ich dran. Aber dann muss halt alles sitzen. Es kann halt nicht nur die Bremse sitzen. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie dir das andere Streckenlayout in Most letztendlich liegen wird. Weil da ist es ja nicht so wie hier in Brünn, dass wir eine Kurve haben, worauf eine Gerade folgt. Sondern in Most haben wir ja eigentlich keine Gerade, außer Start-Ziel. Alles andere bewegt sich ja viel in Schräglage, ist ja stellenweise sehr flüssig, aber auch etwas hakliger durch dieses ganze Verwinkelte, Verschnörkelte. Ich bin gespannt. Ja, das wird auf jeden Fall interessant werden. Grundsätzlich hat mir da hat es auch mal kurz geregelt, die Strecke gut gefallen. Aber gut, zurück nach Brünn. Wir sind in der fünften Runde, insgesamt sind wir 8 Runden gefahren in diesem Rennen. Und ich kann nur so ein bisschen, wir fahren jetzt gerade eine 212, sind wir in der letzten Runde, also eher 213 gefahren. Ich kann noch mal so ein bisschen erzählen, wie ich mich denn gefühlt habe. Ich war eigentlich super entspannt. Also es war für mich nicht anstrengend irgendwie, es war eher ein bisschen nervig. Ich wollte nach vorne unbedingt, aber ich war trotzdem so, dass ich... körperlich easy hinterherfahren kann. Ich muss das auch noch im Training üben. Hier setze ich auch zum ersten Angriff an, überhole den guten David, weil ich dachte, das reicht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen weit gegangen. Ich habe da immer ein bisschen Respekt vor den Bodenwellen in der Kurve. Und dachte mir, da legen wir uns jetzt heute mal nicht auf den Pinsel. Guck mal. Guck dir das jetzt mal an. Guck dir das mal an. Das ist Wahnsinn. Ja, trotzdem, auf der Bremse. Ja, da haben wir wieder das Thema. Aber es ist schon brutal. Nee, also. Klar hat er die Lücke zugefahren in der Beschleunigungsphase. Ja, das ist das, was ich vorhin sagte, muss ich mich ein bisschen korrigieren, wenn das andere Motorrad natürlich ein bisschen mehr Dampf hat. Dann ist das natürlich dann dementsprechend schwieriger. Aber auf der Bremse war er keine Motorradlänge vor dir und da hast du halt einfach verkackt. Wie hätte ich da in der Situation einfach länger auflassen und wieder außen dran vorbei? Du bist da nicht gut auf der Bremse. Überall anders bist du stärker als er, aber genau da bist du schlechter. Das stimmt. Dementsprechend, da müssen wir uns nochmal einen neuen Punkt suchen. David wieder vor mir und das war für mich wirklich... Oh, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Komm jetzt, Lukas, du musst da dran vorbei. Immer noch Position 13. Ja. Und da ganz vorne, kurz immer im Bild, sehen wir tatsächlich auch noch Position 11 und 10. Die haben pacemäßig, wenn ich da jetzt mal gerade reingucke, auch gar nicht so zugenommen, ehrlich gesagt. Eher auch zum Rennende hin abgenommen. Also wir fahren jetzt gerade ähnliche Zeiten, bei mir wird es aber vielleicht gleich nochmal deutlich schneller werden. Da teasert er schon mal ein bisschen an, aber wir haben es jetzt auch hier gerade gesehen, 13.4, gut, wir hatten ein kleines Überholmanöver damit bei, aber die Pace wird auch hier von Herrn Frick langsamer, auch wenn er natürlich merkt, okay, es geht dem Rennende zu und er blockt da so ein bisschen.
Ja, ich hab ehrlich gesagt, ich brauche eigentlich mittlerweile jemanden, der mir wenigstens mal Runden oder sowas hinhält oder Position. Für mich sind die Rennen jedes Mal irgendwie in der Leere. Ich habe immer keine Ahnung, wie viel da ich bin. Ja, einfach den Fokus nach vorne ist ja auch nicht schlecht, aber was bei dir ganz entscheidend ist, du musst den Start hinkriegen. Wenn du am Start dich vorne an jemanden dranhängen kannst, der halt eine Pace fährt, die einen Ticken besser ist wie deine, dann kannst du dich da auch ranhalten. Aber dadurch, dass du beim Start jetzt in diesen beiden Rennen nicht so gut wegkamst, hast du halt immer Probleme, erstmal wieder an den Leuten vorbeizugehen. Ich kann dir auch nicht erklären, was anders ist beim Start im Vergleich zu letzten Mal. Weil letztes Jahr bin ich gut losgekommen, aber ich werde es wieder ausprobieren. Was anderes bleibt nicht übrig. Ja, definitiv mehr die Kupplung schleifen lassen, nicht zu schnell den Gang kommen lassen, beziehungsweise die Kupplung komplett rausgehen lassen. Das ist das Problem und das ist auch die große Kunst. Probieren wir nächstes Mal. So, jetzt 7. Runde. 2:13. Wir müssen 1. dran vorbei. Und ich komme eigentlich ganz gut raus. Es ist brutal. Wenn ich sehe, so weit ist er neben mir, dann mache ich's. Dann sehe ich, der bremst. Das habe ich die ganzen Runden vorher mir ja genug analysieren können. Da wusste ich, der bremst deutlich früher. Ja, wir sind gerade vorbei. Position 12 mit Blick nach vorne. Ich sehe die beiden anderen Fahrer da vorne. Und ich wusste natürlich aber, gut, wir sind hier jetzt gegen Rennende. Was du mit Sicherheit nicht wusstest zu dieser Situation, dass du nur noch 2 Runden jetzt hast. Vermutlich. Aber ich habe schon gespürt, dass wir schon die eine oder andere Runde gefahren sind. Also irgendwann wird es vorbei sein. Dementsprechend, das Einzige, was ich immer sehe, ist Last Lap. Genau. Ja, deswegen, da könnte dir dein neues Dashboard jetzt ja vielleicht auch ein bisschen helfen von den Anzeigen. Muss man natürlich auch die Ruhe haben, das auf der Geraden dann mal zu lesen. Gibt aber auch sehr, sehr viel für die Taktik jetzt wieder, weil da kann man auch falsch taktieren, wenn man denkt, man hat noch eine Runde und dann ist es doch schon die letzte. Das stimmt. Auf jeden Fall für mich jetzt wieder die Situation wie im letzten Rennen. Es ist mega geil, wenn man merkt, dass man auf Fahrer auffährt. Wenn man sieht, man kommt irgendwie ran. Die sind jetzt natürlich gerade noch ein Stück weit weg. Ich meine, jetzt mittlerweile noch nicht mal mehr eine Kurve gefühlt vor mir, aber das hat wieder gut funktioniert und ich konnte einfach jetzt mein Stiefel fahren. Ich konnte so fahren, wie es sich für mich gut angefühlt hat. Dementsprechend jetzt Vollgas, Lukas. Genau, und was man ja vorne jetzt auch sieht, die beiden Fahrer, ne, die schenken sich natürlich auch nichts. Da findet das ein oder andere Überholmanöver statt, was auch Zeit kostet. Und Lukas könnte jetzt hier mal seine ideale Pace fahren. Wir sehen es hier wieder in der Links-Rechts-Kombination, die leider wieder nicht so gut geklappt. Trotzdem, Sekunde, wir haben eine 2:11.378 jetzt stehen, was natürlich deutlich besser ist. Zeigt aber auch das Potenzial, was hier auf dieser Strecke noch ist, lieber Lukas. Ja, definitiv. Also gerade jetzt auch mit dem Data Recording, wenn man sich das jetzt nochmal einzeln an, unabhängig vom Renngeschehen mal angucken würde, wo man wenig Gas gibt, wo Dinge nicht passen, vielleicht bald noch Bremsdrucksensor in Kombination mit Bremspunkten auch, da ist noch viel drin, keine Frage. Ist ja aber auch wichtig, ich brauche ja auch eine Perspektive. Und jetzt sind wir hier, wir haben auf jeden Fall eine Perspektive auch vorne, wir sind nämlich jetzt fast schon dran, in der letzten Runde. Ja genau, wir sehen es hier bei den Vordermännern, hier wird auch ein bisschen Kampflinie schon gefahren, was dir hier voll in die Karten mit reinspielt. Die Rundenzeiten von den Herren vorne dir, nämlich eine 13 hoch und eine 2:11.3, ne, da hast du mal geschmeidige 2 Sekunden gut gemacht, beziehungsweise fast 2,5, was man natürlich jetzt hier auch im Abstand sieht. Und das sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Dementsprechend, das war auch für mich im Kopf gerade, ich hatte richtig Bock. Ich so, das habe ich jetzt gesehen, das ist die Last Lap, es wird ja angezeigt. Und ich wusste jetzt, komm, da musst du jetzt noch ran. Ich hatte schon auskalkuliert, so einen kriegst du vielleicht noch, kriegst du ja, und zweiten, weiß ich noch nicht. Aber das war echt bis zur letzten Kurve offen. Ja, und was ich jetzt auch direkt wieder sehe, ist das, was du vorhin schon erzählt hast. Zum Ende des Rennens hin hast du dich wieder etwas beruhigt. Denn die Scheitelpunkte, die du jetzt hier getroffen hast, waren noch nicht 100%, aber es war deutlich, deutlich besser, wie noch zu Beginn oder Mitte des Rennens. Auch hier auf der Bremse schön reinlaufen lassen, jetzt schön gewartet, schön den Schuh mit rausgenommen. Na, das ist schon deutlich, deutlich besser und vor allem dann auch effizienter am Ausgang. Definitiv. So, und jetzt sind wir in den letzten Kurven vom Rennen 2 hier in Brünn. Es ist noch alles offen, aktuell Position 12, wie im letzten Rennen. Ja, und da kommt er. Ich weiß gar nicht, ob er mich kommen sehen hat, ja, ehrlich gesagt. Im Vergleich ging da gar nicht mal so schlecht. Christian Kaiser jetzt hier vor dir, ebenfalls auf BMW. Dem hast du aber auch ordentlich eingeschenkt, ja. Eine Runde mehr, eine Kurve mehr.
Ja, es war entweder oder eine Runde zu lang. Vielleicht 10 PS mehr. Ja, ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es an der Leistung lag. das war dann schon nochmal eine Länge. Auf jeden Fall. Da wäre es hier aber am Ende Startziel vielleicht noch ein bisschen enger gewesen. Wir hatten jetzt hier einen Abstand zwischen Christian Kaiser auf Platz 10 und dir von einem Zehntel. Ne? Und ja, gut Leute, ich bin zufrieden. Dorian, danke. Danke fürs Kommentieren. Wir sehen uns im Most spätestens wieder.